Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Dampfhund. Ja, heute ist es soweit. Seit einem Monat habe ich das Varo-Turnier angekündigt. Viele Clips und doch sehr peinliche Videos sind dabei entstanden. Auch ich bzw. mein Team wurde eliminiert. Das könnt ihr euch jetzt mal kurz reinziehen. Wir sind halt einfach an dem Pegling gestorben. Ja, seht einfach selbst. Okay, es ist tot. Ah, ich glaube, das ist aggressiver, das ist aggressiver. Na, ich bin auf drei Herzen, ich bin auf drei Herzen. Ich muss essen. What? Ich bin gestorben? Aber auch viele andere Teams sind ausgeschieden. Ich möchte mich an der Stelle auch bei jedem bedanken, der dabei war. Doch nun im Finale steht Jakschi 1508 und Katzenkino. Wer wird von den Gewinnern? Wird das Team die 2 Yards den Gewinner einholen oder Team Katzen-Ninja? Alles das erfahrt ihr heute in diesem Video. Also bleibt dran, haltet euer Popcorn bereit und viel Spaß mit diesem Varo-Finale. Und falls ihr mehr von solchen Projekten wollt, beziehungsweise euch hat dieses Varo gefallen, dann gebt diesem Video ein Like und abonniert vielleicht auch diesen Kanal und folgt mir auf Twitch, denn da stehen wir vor den 100 Followern. Und dann weiß ich, dass es euch gefallen hat und dass wir sowas demnächst auf jeden Fall wieder machen werden. Denn mir und vielleicht auch den Zellmännern hat es sicher richtig Spaß gemacht. Also viel Spaß. 5, 4, 3, 2, 1, auf den Server! Gut, Freunde, es geht los. Der Kopf. Oh mein Gott, der Creeper hat im Neck gerade wirklich das Portal zersprengt. Oh mein Gott, ist das mies. Jakobs Statement zu dem, was gerade passiert ist? Was sagst du dazu? Das ist nicht der Portal, ist hinig. Was hat der Creeper gesprengt? Ich weiß. Hast du ein Feuerzeug? Na, Das na ist. doch natürlich, aber ein Feuerzeug, hey, bin doch nicht blöd. Slash Varo in C. Jakob 1508. Kommando Inf C nicht gefunden, ich hau dich. Nevermind. Gibt's nicht den Command. Doch. Warum habt ihr zwei Enchantment Tables? Weil man sich an, wie mein Ding umgebracht haben Ja, wie könnte. willst du jetzt in Nether kommen? Also, Ja, so. mit dem Dora. Wie man sieht, wie du das aufmachst. Überhaupt nicht, was los? Was so So ein scheinlich. atomales Statement dazu geben. Was bei Sowas. dir gerade passiert ist. Na. Passt, mache ich. Genocht. Hallo, Herr Ratte. Oh, Schein. Statement zu dem, was gerade passiert ist. Er wollte nicht gerne Creeper das Portal gesprengt. Das heißt, es ist zwar Was? nicht. Der Creeper das Portal gesprengt, wie er einige wollte. Das heißt, es ist zwar nicht hinig, aber es ist aus. Und er macht jetzt ein Feuerzeug. Was machst du? Ja, ich glaube, wahrscheinlich verrät da ziemlich viel. Trade ist mit Piglins. Interesting. Die Border ist eher ein wenig nah. Ja, Digga, hä? Das habe ich im Nether komplett. Ja, Na mag und nicht sterben. viel Spaß beim Traden. Bei Aspect wird er helfen. Ja, hab's nicht gekriegt. Das war's mit meinem Gold. Na dann. Mal schauen, wie die das mit der Border machen. Just saying. Passt. Na dann, ciao. Hallo Jakob. Was halten Sie von Border-Verkleinerung dann im Nether? Im Nether, ich fightet nicht im Nether, habe ich schon mal gesagt. Sorry dazu. Also, was ist jetzt Ihre Taktik? Warten, bis er rauskommt. Einmal das Gewitter absitzen und dann das Portal irgendwie Wenn du einkriegen. jetzt gestorben warst, wie viel Herzen hast du? Wie viel? Alter, wärst du jetzt gestorben, ich hätte so hart gelacht, weil es wäre so ein lächerliches Finale gewesen. Ich mache ein wenig Licht. Also Jakob, du bist bereit. Na, jetzt immer.
Hat er sich sehr Sicherheit genommen. Ja, weil ich automatische Springen anhab. Danke. Das ist ungut. Das heißt, ihr Mission ist jetzt, abwarten bis Gewitter weg ist. Ich gebe ihr einen kleinen Tipp. Unter diesem Ja. Ding regnet es nicht. Unter der Spawn-Insel. Ich will zwickt, aber wir haben kein World Edit auf dem Server. Ich bin unter der Ding. Ja. Nein, man, unter der Spawn. Also, direkt unter dem Portal regnet es nicht. Also, Ah, ja, stimmt. ich sag's nur. Weil ich gebe ihnen auch zu einmal so kleine Junge. Tipps. Stirb mal jetzt nicht. Das wäre so ein lächerliches Finale. Und du jetzt stirbst. Wieso kann ich dort keine Blöcke platzieren, weil das unter der scheiß Spawninsel ist? Sagt mir das doch wer. Ja, super optimal. Sag doch das. Ah, Junge, du bist so eine kleine. Ah. Hey, ah, Junge, wieso? Weil ich nett Jetzt bin. doch. Das kannst du mir doch sagen, oder? Weil ich das gewusst hab. Ich hab Admin, ich kann es. Deswegen. Ich weiß es nicht. Nein, ich hab auf dem Server kein Admin. Also, jetzt hab ich mir das gegeben, seitdem ich tot bin, ja. Jetzt wird's in nicht da, ne? Geht nicht. Wie es geht. Weil ich darf da keine Blöcke platzieren. Danke. Was sagen wir uns? Na. Also, er hat den Nether betreten. Bin nicht sogar die Fuck jetzt gerade, wo ich nicht da bin. Oh! By the way, es regnet in der Oberwelt. Du hättest in der Oberwelt viel mehr Chancen. Bist du da mit? Willst du einem gerade zurück in die Oberwelt schicken? Oder bist du gerade in die Oberwelt? Er ist in der Oberwelt. Na, doch. Full Risk. Full Risk? You sure? Würde ich nicht machen. Ich hab's gemacht. Geh in den Regen, geh in den Regen. Ich bin im Regen. Es ist unter der Spawninsel, deswegen. Er ist stuck, er ist stuck, er ist stuck. Aber das ist unfair, weil er kann nicht bauen, deswegen. Geh nicht dahin. Du bist unter der Spawninsel, da regnet's nicht. Was denn, du bist unter dem Spawn Cube. Ich mach den Spawn Cube weg. Digga, da oben ist ja viel größer die Border. Was ist denn im Nether los? Digga, bevor hast denn du die Pfeile her? Ich mach die World Border Edo erklären, also ist nicht. Regen bitte hör nicht auf. Was ist deine Mission? Am Essen, am Heilen. Chillig. Jakob, was ist die aktuelle Situation? Ihr habt die Spawninsel entfernt, was halten Sie davon? Ich bin nett, gell? Sie dürfen reden, by the way. So spannend ist es nicht. Jakob. Du kleiner. Was hab ich denn gemacht? Wild. Also, was ist Ihr aktuelles Statement, Jakob? Was sagen Sie zu der Border im Nether? Dass du ein kleiner. Wie groß ist die Border Ihrer Meinung nach? Dass du die Border ist mir wurscht. Im Nether ist sie groß, deiner Meinung nach? Die Border ist mir wurscht. Oh, du Mieser! Du Mieser! Also, Ja. ich würde nicht sagen, dass sie gerade hart geschittet werden, aber sie werden gerade hart geschittet. Geh ganz Warum? zurück. Wer sagt das? Geh ganz zurück in den Oberwald. Sie werden sterben. Was ist das, wenn sie blocken? Er hat keine Axt. Das ist doch Mach ich. Pickel. Es wird spannend. Ich hab gehört, ich hab nur einen Gap. Einen hab ich richtig nutzlos gejust. Willst du bei einem Boys Channel eine? Na, wie nicht? Okay, chillig. Geh wieder zu ihm. Hallo Jakob. So, kleiner. Was ist los? Ist ob sie der da einfach ausgebaut hätte. Wo ausgebaut? Ja, abo. Was wo? Wo tschüss denn du gerade? Ja, wo tschüss, wo, ja? Im Nether, komisch. Na, da war einfach Luke offen. Das Ding ist, mit der Taktik hast du ihn, weil er kann nichts abbauen. Ja, und wann er mich fighten wieder muss, einige. Ja, was ist, wenn die Bar kleiner wird?
Ja, dem Nuklearen kannst du das nicht machen, weil das kann das höchstens ein Block mal ein Block. Naja, Und es ist dann. aktuell Border 50. Ja, aber das ist in der Mitte, oder? Es ist einem netter. Ja, das Portal ist nicht in der Mitte, oder? Ja. Ja, also. In der Mii kommt er gerade raus, so. Mach wieder zu. Was kommt außer Regen nur in der. Ja. Wenn es aufhört zum Regnen, habe ich eine Chance. Sonst ist es unmöglich. Bitte sag mal, wenn es nicht mehr regnet. Okay, mache. Du machst das ja sicher nicht, aber. Das stimmt. Wie viel Zeit hast du noch? Eine halbe Stunde. Chillig. Hahaha. Ah, woher weißt du das? Ohne Scheiß, ich hab's ihm nicht gesagt. Warum wird die Border größer? Das hab ich nicht eingestellt. Ja, einen starken Bogen, ne? Also der macht mich, der hat mich mit die zwei Schüsse da gekriegt auf einem halben Herz gehabt. Warte kurz. Wo hast du die Axt, ja? Ja, ist doch klingt. Dann gib mir's wieder zurück. Okay. Weil dann habe ich die gedroppt. Okay, passt. Dann nimmst du. Danke dir. Wo hast du es? Wenn das die Jacke sind, dann ist der jetzt weg. Sehr schön. Du kannst sie Ich unter kann auch dem keinen Crafting Table platzieren. kannst sie unter dem Portal. Ja, das ist Spawn-Territorium, da kannst du nichts Ding. Okay, Du da geht es kannst. da hinten. Ist rein theoretisch kannst du. Okay, da geht es. Passt. Weil ich habe gerade gemerkt, dass meine Hosen zur Hälfte kaputt ist. Du, by the way, also ich weiß nicht, ob du jetzt in Nether gehen willst, Steinschleuder. Werde ich nicht. Ich Ich habe sag. gesehen, was der Vorführer-Chap hat, das den Fehler begehen hat. Ah, Den mache ich du nicht. bist vorher nur escaped, ne? Hallo. Ich hab jetzt 10 Minuten drinnen. Und er ist draußen. Viel Spaß dir. Geh auf Bogen, geh auf Bogen. Weil es regnet nicht mehr. Stimmt, scheiße. Bringt nochmal. Renn, renn, Arthur, renn. Hallo. Jakob, aktuelle Situation, warum bist du nicht im Nether geblieben? Weil ich, Bist du jetzt in deiner eigenen Trap getrappt? Na. Natürlich nicht, hey Junge, was erwartest du von mir? Nein, so unblind bin ich ja wieder nicht. Ja, das Kind ist ja so auszuzögern. Ist überhaupt kein Problem. Das Ding mit dem Bogen macht er die echt viel Shot. Das Ding ist daher vorher der gefailte Versuch, der Trap. Hat er gemerkt. Dadurch kommt er jetzt nicht in den Nether. Ja, dann ich komme aber sicher nicht auf sie, weil mit seinem scheiß Bogen macht er mal viel zu viel Damage. Ich sag nur, ab 10 Minuten wird die Border kleiner, kleiner, kleiner. Ich sag's nur. Nein, aber kann da heraus nicht fighten, da sind die Verdome und alles. Ja, dann gehen nicht. Und warte, bis er Ja, der Trap aber. runterfällt. Ja, aber das kann ich ja auch nicht machen. Na, schau, ich kann es, weil ich mache die Border ab 10 Minuten kleiner. Und dann wird es ja mit der Overworld zu klar, weil in Nether ist die Border größer wie in der Overworld. Von dem her. GG. Ich würde es gehen, ne? Also der Bogen ist aber ganz stark. Just saying. Und weg. No way! Und das war wohl damit der Gewinner von Varo 2.
Ich küre somit die zwei Jots zum Gewinner des ersten Varus hier auf dem Kanal Dampf. Und ich habe auch einen Gewinn für Sie vorbereitet, und zwar zwei Tier 1 Subs pro Person oder einen Tier 2 Sub. Das dürfen Sie sich selbst entscheiden. Beim Jakob habe ich das auch schon gemacht. Ihr seht ja auch die Überweisungsbestätigungen dafür. Wegen PowerJoe muss ich noch fragen. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieses Varo gefallen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, ihr wisst Bescheid. Abonnieren, Glocke aktivieren und auf Twitch mal reinfolgen. Alle Links in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund. Ciao, Mila. Tschüss. Und bis bald, Freunde.